Moin liebe Kunis, und herzlich willkommen zu einer weiteren wundervollen Podcast-Ausgabe hier bei uns bei Radio Raccoon, euren Kanal für Survival Horror Content. Ich bin der Fiorell, aber ich bin natürlich heute nicht alleine. Bei mir ist der wunderbare Chris. Chris, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hey, Mann, grüße dich. Schön, dass ich äh, bei dir im Podcast eingeladen bin. Wie geht's dir, Mann? Hey, mir geht's gut. Toll, dass du auch dir die Zeit genommen hast, hier mitzumachen. <laughs> ja, ich muss sagen, es war jetzt ein bisschen hektisch und ich bin auch ein ganz kleines bisschen lost. Lost? <laughs> und wer die, diese Stelle kennt, der weiß, worum es heute geht. Es ne, steht ja auch im Titel. Wir wollen heute über das Silent Hill 2 Remake sprechen und zwar ist das Spiel noch nicht raus, aber wir wollen so ein bisschen drüber sprechen, was versprechen wir uns von der ganzen Sache, was erwarten wir, was erwarten wir auch nicht. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mit rein. Am 8. Oktober, jetzt zur Zeitpunkt der Aufnahme, ist es noch fast eine Woche hin, sechs Tage, dann kommt das Spiel offiziell raus. Wenn ihr die Digital Deluxe oder normal irgendwie irgendeine Deluxe Edition bestellt habt, dann könnt ihr auch zwei Tage vorher rein. Ähm, also das wäre dementsprechend der Vierte, ne? Ja. Nein, 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 nein. Am, 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 am 8. erscheint genau. es offiziell. Und am 6. glaube ich, für die Leute, die gepreordert haben, ne? Ja, genau, genau. Heißt, am Sonntag kann man reinspielen. Also die Folge kommt am Freitag raus und am, äh, am Sonntag könntet ihr dann schon reinspielen. Offizieller Release für alle, die normal kaufen oder bestellt haben, wäre dann der 8.10. Der 8. Ja, genau so das ist genau. es. Ja, ähm, wir haben natürlich im Vorfeld immer schon mal wieder was zu dem Spiel gesehen und da gab es ja auch sehr, sehr mhm. viel Kritik und so weiter im, im Vorhinein. Um, gerade was für Animation und blablabla, was das Ganze angeht, halt. Ne. Mhm. Wir wollen jetzt einfach mal drüber sprechen, um, was erwarten wir generell von dem Spiel. Ne. Ich glaube, wir, wir unterteilen das heute so ein bisschen in Technik, Story und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich einfach mal mit der Technik an. Das Ganze läuft in der Unreal Engine 5. Und das, das kennt man ja. Unreal Engine 5, mittlerweile gibt es so viele YouTube-Videos, ne. oh, wie schön das alles aussieht und so weiter und so fort. Aber Performance muss halt auch passen. Die hat vorher bei den Trailern, die man vorher so gesehen hat, nicht immer so ganz gepasst. Es war doch teilweise eine ganz schöne Ruckelorgie, auch wenn das Spiel <laughs> schön aussah. So. Meine persönliche Erwartung ist halt, das muss flüssig laufen. Das kann von mir aus auch ein bisschen schlechter aussehen, aber Hauptsache es läuft flüssig. Ne? Ich habe da keinen Bock auf 15 FPS oder so im Spiel. 60 wären schön, sage ich ja, ganz klar. ehrlich, gerade ähm, für Konsolenspieler. Ne? Auf dem PC ist es immer so eine Sache wie. Stark ist dein PC. Ne, dazu muss man auch einmal eben sagen, das Spiel kommt raus für die PlayStation 5 und für den PC. Und ein Jahr später, das kam jetzt vor kurzem raus, kommt es dann auch für Xbox. Ich glaube, da hat Sony immer wieder ihre Finger im Spiel. Ne, wir geben euch Konami mal ein bisschen mehr Geld. Ne, und dafür läuft es ein Jahr bei euch, bei uns exklusiv, beziehungsweise mit auf dem PC. Mhm. Ja. Was meinst du denn? Hast, glaubst du, Bluber Team hat es hinbekommen, das Spiel jetzt wirklich so. Ja, so zu optimieren, dass es wirklich flüssig läuft, die ganze Geschichte. Also beim letzten Showcase hat man ja schon gesehen, dass es deutlich besser war als der erste offizielle Trailer oder das erste offizielle Gameplay, was man gesehen hat. Ähm, da war es halt immer noch so, ich fand es ich grafisch wunderschön, wirklich der Nebel, die Stadt und sowas alles. Auch diese Ingame-Cutscenes waren wunderschön. Sie haben. Auch ein bisschen was verändert, was auch gut ist und so. Ähm, was mich jetzt eher gestört hat, waren so ein paar Animationen. Also tatsächlich, mhm. James, James, wenn er im Sprint ist oder im Laufen war, dieses, genau, dieses Hölzerne. Ähm, die, das, das könnte man vielleicht so das Sounddesign verbuchen. Ähm, das, die, die Schusswaffen waren noch nicht so, die haben noch nicht so gedrückt in den ersten paar äh, Gameplay-Szenen, die man gesehen hat. Aber es gab ja nun deutlich mehr im Laufe der Zeit, was man da noch sehen durfte, wovon ich mich aber ehrlich gesagt dann so langsam aber sicher, je näher der Release kam, ferngehalten habe, weil ich will halt auch noch, ich meine, es ist schon ein Remake zu einem sehr, sehr bekannten Spiel und die werden an der Story nicht allzu viel rütteln. Also klar, die können hier und da kleine Veränderungen vornehmen, aber es wird am Ende auch selber hinauslaufen. Ich will mich aber trotz alledem nicht spoilern lassen. Ich will nicht wissen, in welchem Raum. Ich will dem aus dem Trailer heraus nicht wiedererkennen. Wann jetzt der Pyramid Head halt auf mich zukommt. Mhm. So eine Sachen, ne? Ich möchte hier und da auch noch eine Überraschung. Ich will mich erschrecken. Ich will mich gruseln, weil das war bei Silent Hill 2 damals schon so ein Ding. Ne? Das war nicht nur atmosphärisch, es war auch wirklich sehr gruselig teilweise. Gerade wenn man dann in irgendwelchen klaustrophobischen Häusern drin war. Ja, das acamilla Hospital oder ja. was auch immer. Gerade das Hospital fand ich auch damals sehr, sehr stark. heute immer noch. Ähm, so, so technisch habe ich auch so das Gefühl gehabt, dass es halt. Die, die Stadt, wenn man die im Trailer gesehen hat, dass die wirklich, es hat auf mich zumindest super, super atmosphärisch gewirkt. Ähm, ich hoffe, mhm. dass sie das gut hinbekommen mit den ähm, FPS halt. Ähm, und das Ding mit den Animationen, da, ja, ich hatte mir, vor kurzem kam ein Trailer raus und da habe ich mir eine Reaction drauf angeguckt und so weiter und da muss ich sagen, ähm, James sah tatsächlich nach wie vor, sah die Animation relativ hölzern aus beim Laufen. Ich finde aber, wir haben ja damals oder vor geraumer Zeit diesen Combat-Trailer bekommen. Und mhm. da haben ja, also der wurde wirklich in der Luft zerrissen, und so von schlechten Animationen, schlechten Soundgeräuschen, Soundgeräuschen, ja. <lacht> <lacht> schlechten Sounds und so weiter. Sounddesign. Ähm, und ja. ich, ich bin da immer wieder, das habe ich auch damals schon gesagt, ähm, ich frage mich immer, woran das liegt, dass, wenn in einem Videospiel eine Pistole, der Sound, warum? Wie, wie kriegt man das hin, den schlecht zu machen? Weil, Budget. Budget, würde ich tatsächlich sagen. Ja, aber das ist doch, ich weiß nicht, wenn ich mir Resi 4 Remake angucke, klar, ist eine ganz andere Liga so halt. Ne? Aber da, egal welche Waffe du abfeuerst, das ist halt, das drückt so, das fühlt sich so gut an. Und das ist ja, ich sag mal, im Grunde genommen nur ein Soundfile, wie man den schlecht machen kann. Wie dem auch sei, äh, danach gab es noch Trailer, da hörte sich die Pistole zum Beispiel schon deutlich besser an. Also. Ja. Man hat schon gemerkt, Blooper Team, die haben da noch hart dran gefeilt und so weiter. Und es, es ging auch in die richtige Richtung in meinen Augen. Letztendlich muss man natürlich sehen, wie das fertige Produkt denn letztendlich aussieht. So. Hm. Ich bin aber erstmal guter Dinge. Ich tatsächlich auch. Ich, ähm, ich finde halt wirklich, dass Blooper nicht unbedingt das Schwergewicht ist, an das ich persönlich jetzt ein Scientist 2 Remake abgegeben hätte. Mhm. Aber ähm, die haben. Bisher nicht nur Müll veröffentlicht. Also, die haben auch ein paar sehr, sehr gute Spiele gemacht. Was, also für mich sehr gute Spiele, aber die, die halt die Kritiken nicht, also die Kritiken haben die äh, Spiele meistens so mit 6,5 bis 7 m, von 10 äh, äh, abgespeist, sage ich mal. Ähm, kommen immer darauf an, wie die Punktewertung war. Ähm, ich, finde, ich finde, man sollte der Sache eine faire Chance geben, auf jeden Fall. Ja. Und erst über das, wir können sowieso erst. Wenn das fertige Produkt da ist und wir es durchgespielt haben, können wir sowieso erst unser erstes Urteil fällen. Ich gehe davon aus, dass es das Original nicht in den Schatten stellen wird. Ich gehe aber davon aus, dass es mit ein paar frischen Ideen um die Ecke kommen wird. Und was die Technik im Allgemeinen angeht, es wäre dumm, wenn da kein Performance-Modus drin wäre. Also, weißt du, dass man dann lieber im Zweifelsfall halt die Grafik ein Stück runter. Stimmt. Dass dann aber die 60 FPS gegeben sind. Genau, also auf, das auf, das ist ja Gang und Gäbe auf, äh, bei der PS5, das ist ja so, ja, Performance-Mode oder Grafik-Mode, sage ich mal, halt irgendwie so. Mhm. Dann, äh, ja. du, hast, du hast dir das Spiel vorbestellt? Ja. Für einen PC. Für einen PC, ja. Im mhm. relativ ich leistungsstarken PC, deswegen, ja. Ich hab's mir also ich finde so Hill, das ist so Konsole, für mich. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte es mir auch für den PC holen können. Das wäre jetzt nicht das Ding gewesen. Sowas wie Resi Village und Resi 4 Remake läuft bei mir eigentlich mhm. ganz gut. Aber ich, für mich ist es ich wollte es halt auch unbedingt physisch haben. Ne? Ich wollte es äh, fürs Regal und wenn es gut wird, dann will ich das dastehen haben. Dann ähm, werde ich mir gegebenenfalls sogar noch einen Steelbook nachkaufen. Ob nun offiziell oder nicht, werden wir mal sehen. Ähm, aber ich will das dann auf jeden Fall so da haben, dass ich jederzeit darauf zugreifen kann. Und ich gehe davon aus, dass wir auch sowieso sofort einen Day One-Patch bekommen werden. Oder vielleicht <laughs> äh, ein, einen Tag später, dass dann ein Patch da sein wird schon. Ja, also, das ist ja heute ähm, auch gang und gäbe. Das ne? Spiel wird ja. released. Kann ne? zwei Tage vorher rein. Das ist dann der, die ungepatchte Version. Und Day One zum mhm. fertigen Release ähm, gibt es mhm. halt den Patch, denn der irgendwie 20 Gigabyte groß ist oder so. Ähm, ja, aber. Ja, ich würde sagen, so viel erstmal zur Technik. Sound. Gab es jetzt, glaube ich, noch einen Trailer, beziehungsweise irgendwas gab es da im 40-Minuten-Video oder so? Also es war sehr, sehr lang, wo man schon den Soundtrack reinhören konnte. Habe ich jetzt nicht gemacht. Ich ähm, auch nicht. Wir haben da vorher schon mal gesagt, ich finde den vom Original perfekt. Ich finde ihn wirklich mhm. absolut perfekt. Ich, da fallen ja, mir ja. so viele Tracks ein, wo ich sage: Oh Mann, das ist einfach Liebe. Ne? Mhm. Ähm, und wir hatten da ja vorher schon drüber gesprochen: ähm, im Remake, das wirkte teilweise zu aufgeblasen zu viel ja, das, Orchester mit drin und dies und das und ja äh, ja ja dieser orchestrale äh, dieser orchestrale Trailer ähm, war das das Theme of Laura was da so aufgeblasen war ja ja das war das, 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 das da, Theme of Laura da, da habe ich da ich mir gehofft, ich hoffe das haben die jetzt nur für den Trailer gemacht ich will ich will dezente ähm, seichte Musikstücke haben also von mir aus können die das die originalen Stücke eins zu eins kopieren <laughs> Also, ich ich würde es super finden, ähm, wenn sie das jetzt irgendwie neu eingespielt haben und so weiter, alles gut. Cool. Ja, ja. Wenn sie das wie bei den Resi-Remakes machen würden, einfach du Ganz kannst genau. umschalten vom Original-Soundtrack oder halt den, den neu Arrangierenden. Ähm, das ähm, das, das würde ich da, richtig abfeiern, das wäre echt toll. Das mache ich auch äh, für einen Playthrough immer mal wieder. Also, das habe ich zum Beispiel bei Resi 2 Remake so gemacht und bei Resi 4 Remake habe ich auch immer mal auf den originalen Soundtrack geschalten. Mhm. Aber ich nehme eigentlich immer zum wirklich zum wenn ich das richtig intensiv zocken will, nehme ich eigentlich immer den Soundtrack, der vom Publisher ähm, gedacht war, mhm. ähm, um das komplette Werk so beurteilen zu können. Ich hoffe aber wirklich ganz, ganz doll, dass die das so machen, dass man den originalen Soundtrack für 3,99 Euro, ja, das bezahle ich, den lade ich noch mal runter. Akira, Yamaoka, du kriegst meine Kohle, ist, ist mir egal. <laughs> also ich möchte das natürlich haben, ohne dass ich dafür zahlen muss. Ne? Ähm, ja, ja. Ich, ich habe auch ähm, in letzter Zeit ähm, weil Akira Yamaoka immer so in den Himmel gelobt wird. Das ist auch mhm. vollkommen okay. Ne, der hat tolle Sachen gemacht, aber der hat sich auch wirklich für jeden Scheiß irgendwann hingegeben. Das muss man halt ja. leider auch sagen. Ne, ähm, Blubber Team, ne, derselbe Spiel, äh, dasselbe Studio, was jetzt Handheld 2 Remake macht, die haben auch The Medium gemacht. Da hat mhm. Akira Yamaoka auch schon mitgemacht. Alles cool. Aber dann gab es dieses andere Spiel. Wie, ach, das war so ein wie? Layers? Nee, nee, nee. Ach, wie hieß denn der, der Bums noch? Meinst du von, von Blooper? Hm. Nee, nee, der äh, Schlotti hat das so abgefeiert, was ein totales Scheißspiel war. Das war mein erstes Stream auf Raccoon <laughs> war das mit. Oh, da habe ich riesig eins oh, 2 ja, ja. Und im Anschluss dieses, dieses andere Game. Und also da habe ich auch gedacht, also so ein Rotz, so ein Kackspiel, aber Hauptsache wir können Akira Yamaoka mit draufschreiben. Halt, ne? Ja. Ähm, naja, hoffen wir einfach mal, wie gesagt, dass, dass der Soundtrack gut wird ne? und dass wir eventuell wirklich die Möglichkeit bekommen, dass wir da vom Original und zu dem Remake-Soundtrack hin und her schalten können. Das wirklich, das würde ich richtig, richtig toll abfeiern. Es toller Fanservice, würde ich sagen. In der Tat. In der Tat. <laughs> so, wir haben Optik, Grafik, Technik, blieber Sound. Ich würde sagen, wir können eigentlich schon den Schritt weitergehen. Oder hast du noch was, was dazu zu sagen? Mm. Tatsächlich nicht, ne. Nee. Wir, 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 also wir, wir können jetzt ja nur spekulieren und so weiter. Und das, was wir uns wünschen, können wir halt sagen. Na, wie es letztendlich wird, da diskutieren wir dann beim anderen Mal noch mal drüber. Hm. Ähm, Gameplay. Was haben wir gesehen Ge in den Trailern? Also, natürlich, die, wir, wir können ja mal mit den Kämpfen anfangen. Na, wir hatten ja. diesen, diesen Combat-Trailer und der wurde ja wirklich zerrissen. Das, sagt, das sagte ich vorhin schon. Und ähm, zum Beispiel die eine Szene ich sag jetzt einfach mal, das Monster ohne Arme hält James fest und kotzt ihn an. Das war halt super weird. Mhm. Und im letzten Trailer, den ich gesehen hatte, ist es auch immer noch so. Ähm, ganz nur, kurz, nur ein bisschen ganz an meintest du Stray Souls? Stray Souls, ja, das war's. Ja. Stray Souls. Da, stimmt, da hatte Yamaoka auch den Soundtrack genau. zu gemacht. Ja, stimmt. Das war dein erster, das war dein erster Stream genau. Absolutes Kack-Game. Mhm. Leute, gebt da bitte kein Geld für aus. Lohnt sich gar nicht. <laughs> ähm, genau. Und dann gab es diese, diese Diskussion, wie, wie unfassbar schlecht die Animationen sind bei den Kämpfen. Da ja. haben sie dran gefeilt. Die sehen ein bisschen besser aus, aber generell laufen die Kämpfe ganz anders ab als im Original. Silent Hill war schon immer bekannt dafür, dass die Kämpfe halt nicht die Stärke des Spiels sind. Die nein, waren immer nein. sehr, sehr mhm. clunky und so weiter. Jetzt hast du hier einen Ausweichmove mit dabei. Ähm, dadurch wirken die Kämpfe natürlich schon deutlich dynamischer, so halt, ne allein dass du halt mhm. hin und her ausweichen kannst und sowas. Ähm ich bin mir da noch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich, ich weiß noch nicht so genau, das muss man wirklich erst beim Spiel oder wenn man selber spielt, wie sich das anfühlt. Ich habe ein kleines bisschen die Befürchtung, dass die Kämpfe halt wieder kacke werden. Bluer <laughs> hat Kämpfe vorher auch noch nie wirklich gemacht. Also nicht in, in dem Stil so. Um, Sie das, das, hatten es mal so ja, dezent, ganz dezent in the Medium. Davor aber mhm. gar nicht. Sie haben halt nie so, so Combat-Sachen gemacht. Um, ja. Deswegen ich, also sind da meine Erwartungen auch tatsächlich relativ niedrig. Ich erwarte da kein Resi 4 oder Resi 2 nein, oder irgendwie nein, sowas. Nein, 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 halt nein. Überhaupt gar nicht. Um, ich, ich, ich hoffe, spiel. ich sag mal so, dass, es, dass die Kämpfe sich trotzdem. So gut anfühlen, dass sie das gut übers Spiel trägt und nicht da, keine Ahnung, du bist bei der Hälfte vom Spiel und denkst, oh nein, schon wieder ein Kampf, aber oh, ich hab gar keinen Bock halt. Ich gehe davon aus, dass äh, das Budget nicht mal die Hälfte von dem eines Resi 4 gewesen sein wird. Nee, nee, nee. Das, also, obwohl es halt jetzt ein großer, heißer Titel ist, ne? Silent hm. 2 ist eine Hausmarke, das ist eine Nummer, ne? Das ist der ähm, Survival Horror, also eigentlich eins der beliebtesten Survival Horror Games. Aller Zeiten, ne? Ja. Das muss man mal so sehen. Und mh, ich, ich gehe davon aus, dass der allererste, also ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ob die den direkt zu dem, also wo die Silent Hill 2 Remake angekündigt haben, haben wir erstmal gar nichts gesehen. Und dann okay. gab es aber den ersten Trailer, also den Trailer, und da war schon so ein bisschen Gameplay mit zu sehen. Und dann hatten die nachträglich irgendwann nochmal so einen Gameplay-Trailer veröffentlicht. Und der wurde wirklich zerrissen mhm. in der Luft. Ja. Ähm, das war aber noch gar nicht das, wo James zum Beispiel auf der Straße startet. Da war es direkt irgendwie, das war wie dieser, das war ein richtiger Gameplay-Trailer. Mhm. Da hast du die orchestrale Musik dahinter gehabt und da hast du halt diese Animation gehabt. Und da hatte sich ja Blue auch im Nachhinein darüber beschwert, dass der, dass dieses Material, was da zu sehen war, wohl fast anderthalb Jahre alt wäre. Genau, es war sehr altes und Material. Ich, ich gehe aber davon aus, dass das sogar ein Marketing-Trick war, um zu gucken, wie die Leute darauf reagieren, um zu gucken, ob die wirklich noch viel feilen müssen, um zu. Um einfach schon mal so, so einen kleinen, man könnte fast sagen, negativ Presse zu machen. Weil so mhm. ist das Spiel auch in aller Munde. Das, das ist richtig. Ganz, da hast du nicht ganz Unrecht. Ähm, wäre trotzdem gewagt. Würde ich jetzt wäre sagen. sehr gewagt, aber die haben ja dann auch gleich, das waren ja dann vier, fünf, sechs Wochen später, kam ja dann gleich das aktuelle Gameplay nachgeliefert mhm. und das sah schon deutlich besser aus. Kann ich äh, gehe davon aus, dass das vielleicht ein kleiner Trick war. Maybe, ne? Wir wissen es nicht genau. Yeah. Ähm, aber ja. Könnte durchaus sein, halt, wo du jetzt gerade sagst, wir haben danach ja noch einen Trailer bekommen, wo das schon anders aussah. Ein, mhm. Einer dieser großen Kritikpunkte war halt, ähm, ja, wo, die, ich sag jetzt mal, dieses Monster dich greift, dieses Monster ohne Arme greift dich ne? Oh, und, ja. und, und kotzt dich mhm. an und du musst dann die ganze Zeit irgendwie X drücken. Mhm. Genau? Und das haben sie komplett rausgenommen. Wie das heißen halt, die Li Lying Figures, heißen die so? Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich will ja jetzt keinen kein, kein Blödsinn erzählen. Der Kapuzenpulvermann. Ja, ich spiele gerade nämlich Silent Hill Homecoming und da können die halt so, da leuchten die noch so ein bisschen und können dich mit Säure bespucken. Das können die da auch. Da heißen die aber Smog. Ich weiß jetzt nicht, ob die in Silent Hill 2 Original auch schon so hießen. Nur mal so fürs Protokoll. Wir sind keine Silent Hill 2 Experten. Wir sind die Casual Gamer von dem Game. Ne? Das genau. kann man nicht so sagen. An der Stelle. Ja, genau. Also ich habe Silent Hill 2 dreimal durchgespielt. Äh, ja, das erste Mal ungefähr. Auch 2019 oder sowas. Ähm, <lacht> <lacht> ja, bei, mir ist es, bei mir ist es sehr, sehr lange her, dass ich es durchgespielt habe, vielleicht 2012 ja. oder so. Ich habe es ja jetzt erst äh, letzte oder vorletzte Woche im Stream nochmal durchgespielt. Und ähm, mhm. ich es immer wieder, ne, jetzt aber um kurz abzuweichen: Silent Hill 2 ist ein Erlebnis. Es ist immer wieder mhm. ein Erlebnis so, halt, ne? Aber gut. Ähm, die Kämpfe, ja, warten wir es mal ab. Nahkämpfe, das sah immer noch. Ja, das passiert sah immer noch irgendwie merkwürdig aus. Aber ja. wie gesagt, da, da gibt es immer viel zu spekulieren. Ich hoffe, wenn wir die Kämpfe haben, wie gesagt, dass sich das noch nach ein bisschen mehr Impact anfühlt. Ne? Und wie gesagt, dass sich das nicht, dass nach dem halben Spiel denkst, so, ach nee, nicht noch ein Kampf. Ne? Ich, ich, ich versuche lieber dran vorbeizulaufen, weil ich gar nicht den Kampf will. Ne? Das soll ja auch alles irgendwie noch ein bisschen Spaß machen. Ja. Ansonsten zum Gameplay. Haben wir ähm, unter anderem gesehen, wie James durch die Stadt läuft. Mhm. Und dann steht er. Zum Beispiel vom Auto und kann denn da die, die Heckscheibe einschlagen und sich ähm, so, so, ein, ja, so ein Heilgegenstand, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht mal, wie das heißt, äh, kann er sich da rausgraben und so weiter. Das finde ich, sah alles ganz cool aus. Die Frage ist so: wie oft kommt das vor im, im Spiel? Kannst du es bei jedem mhm. Auto machen so? Oder ne, wie, wie verhält sich das alles so? Ähm, oder ist es doch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, gekennzeichnet? Ne? Da kannst du rangehen, da kannst du rangehen und so weiter halt, ne? Also, ich, vielleicht ist Konami oder Blooper hat ja jetzt verlautbaren lassen, dass äh, die Spielzeit doppelt so lang wie das Original ist. Doppelt so lang, soll. tatsächlich. Doppelt so lang, ja. Doppelt, das, das, aber ey, das, darauf gebe ich immer nichts, weil das wurde schon immer gesagt. Das wurde bei, äh, bei Resi 4 Remake schon gesagt, dass es deutlich länger sein soll als das Original. Ist aber gar nicht so. Ne? Das, das wird immer ganz gern gesagt: so, oh, ihr kriegt eine Menge. Ähm, ich krieg am mehr Ende für euer Geld, weil so, da halt so viele drauf Wert legen halt, ne? Genau, genau. Und am Ende ist es wahrscheinlich so, hast du es ein, zweimal durchgezockt, kann es sein, dass du Scientist 2 auch in unter acht Stunden beendest. Mhm. Ne? Das kann schon passieren. Und das wird auch so sein, denke ich mal. Ähm, das mit den Autos finde ich interessant, aber das wäre zum Beispiel eine Variante, um die Spielzeit äh, zu strecken, dass du einfach auch auf den Straßen viel mehr looten machen oder machen kannst. Vielleicht auch kleine Sidequests oder mhm. kleine Mini-Rätsel lösen kannst. Ähm, was halt ähm, im Original gegeben war, du konntest halt hier in der einen oder anderen Gasse konntest halt mal nachgucken gehen. Hast du zusätzlich Pistolenmunition oder noch ein Tonikum gefunden oder was weiß ich was? Ja, Tonikum, genau ähm, so das. Ja, ich weiß gar nicht, ob das bei Scientist zwar immer noch Tonikum heißt, aber ja, das, was Ethan sich auf die Hand schüttet, ist auch für Harry Mason ganz gut <laughs> oder für James <laughs> Sunderland. Das funktioniert schon irgendwie, ne? Ja, sind auch irgendwie Kräuter aus den Arclay Mountains drin. <laughs> ja. Ja, ja ähm, also das, das wäre eine Variante, um die Spielzeit äh, zu strecken. Vielleicht aber auch, dass die Born from a Wish dieses extra Szenario, ich weiß gar nicht, ob es darüber schon irgendwelche ähm, Infos gibt, was ja halt ein sehr, sehr story-relevantes äh, Szenario ist. Vielleicht implementieren sie das direkt in das Hauptgame mit rein. Das könnte was, sein, denn würde sein. Marketingtechnisch Marketing wäre es sehr dumm. Weil, weißt du selber, ne, so könnten sie noch mal, oh, jetzt hier ein halbes, dreiviertel Jahr später, weißt schon, ne, wie naja. es ist bei no, Race auch gemacht hat. DLC nochmal 10er oder DLC, 20 abgegeben. Ja, genau. Ihr habt da nochmal, haut nochmal 10er rein, es gibt noch ein paar Kostüme dazu und noch eine Bonuswaffe und schon hast du dein DLC-Package fertig. Aber ähm, ich würde es mega abfeiern, wenn die das äh, Born from a Wish direkt in das Hauptgame implementieren könnten. Und wenn es dann als DLC etwas gibt, was wir noch nicht kennen. Weißt du, mhm. ähm, irgendwie eine Kampagne vielleicht, wo du kurze Erlebnisse wie zum Beispiel mit der Figur Eddie erlebst. So vielleicht, Gab du es da nicht, nicht irgendwie so dieses Gerücht, dass wir die Origins of Pyramid Head irgendwie so kriegen sollten? Um Gottes Willen. <laughs> das wäre natürlich ganz, ganz furchtbar, weil die, dann wäre wär dieses Mystery-Ding von Pyramid Head natürlich pff, weg. Ja, war, ja genau. Nach Silent Hill 2 haben sie ja. den ja quasi. Ver verramscht irgendwo. Ja. Ne? Im Film ist er dann aufgetaucht, ohne Sinn und Verstand. Ja. Und bei Science Homecoming hat er auch einen Auftritt. Gott weiß warum. Ähm, ja, das ist schon... <laughs> Aber ja. Äh, nochmal auf die, wo du das gerade sagtest, wegen der Spielzeit. Ja, Sie haben es ja gesagt, es ne? soll ungefähr doppelt so lang sein. Wenn wir jetzt sagen, so, okay, ist nicht doppelt so lang, sondern ich sag mal, anstatt sechs Stunden spielt sie nicht zwölf, sondern neun Stunden, ne? mhm. ähm, frage ich mich trotzdem, was wollen Sie machen? dass es die Spielzeit tatsächlich noch um ein paar Stunden ähm, ja, verlängert. Die Stadt erkunden, ja, wäre schön. Oh. Das ist auch eine Sache, die ich mir wünsche halt. Ne? Ich möchte ein bisschen mehr Geschäfte reingehen und können und sowas ja. halt. Ne? Oder irgendwie ja. irgendwelche Wohnungen. Ähm, aber das muss gut gemacht sein. Ne? Ich will nicht ja. irgendwie drei, vier Straßen lang laufen, denn in ein Haus rein für ein Tonikum. Als Beispiel jetzt halt. Ne? weil So darf sich die Spielzeit nicht strecken. Sein, nee, kann, das, das, das wäre Quatsch, aber zum Beispiel, das wäre schon ganz einfach. Im Camilla oder im Hotel, da hast du auf der streng limitierten PS2-Version, hast du ja etliche verschlossene Türen. Ne? Das könnte sein, dass das jetzt einfach anders ist. Dass du in jeder Tür entweder mal einen Gegner drin hast oder mal einen Heil äh, Heiltrank oder mal Munition oder vielleicht sogar noch irgendwelche Hinweise erfährst. So. Keine Ahnung. Also, das wäre schon möglich, wenn die einfach die verschlossenen Türen. Wenn die vielleicht nicht so viele Türen machen, aber dafür, dass jede Tür fast offen ist. Das ja. wäre zum Beispiel auch schon eine Variante, um Spielzeit äh, sinnvoll zu strecken. Ähm, das mit den Straßen sehe ich auch so. Ich, ich fände aber geil, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Silent Hill, die Stadt an sich, wenn die ein bisschen open-worldiger ist. Mhm. Ich, 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 ich habe das damals auf PS1 und 2 geliebt und ich habe es auch verstanden, sowohl aus der technischen als auch von der atmosphärischen Seite her. Du gehst in, halt auf irgendeine Straße zu und irgendwann ist da halt finito, ne? Da ist, der, ist die Straße eingebrochen oder es geht da nicht weiter oder was weiß ich. War halt damals einfach so. Das ja. war trotzdem clever und gut gemacht. Du hast dich auch gefragt, scheiße, warum bricht denn hier einfach so die was zum Teufel? Das musst du dir. Joel, stell dir das doch einfach mal vor, ne? Du gehst früh <laughs> aus der Tür, ne? Und da fehlt die Hälfte der Straße. Und du denkst dir so, ja, wenn ich, dann ich da nicht zur Arbeit ist, alles cool. Ja genau. <laughs> <no. lacht> aber, aber wenn dann auch kein Mensch auf der Straße ist und alles neblig, dann denkst du so, scheiße, was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Ja, was habe ich schon wieder falsch gemacht, dass ich hier <laughs> in Silent Hill bin? Ja, weil wenn du in Silent Hill landest, hast du definitiv was falsch gemacht. Ja, alles richtig gelaufen ist auf jeden Fall nicht. Ja. Ähm, ganz genau. Zum Gameplay gehören natürlich in Silent Hill auch die Rätsel. Und da oh, haben wir ja. ähm, mm -hmm. schon ein paar Sachen gesehen. Da ist man jetzt aber natürlich, ne, Gott sei Dank, auch noch nicht wirklich schlau draus geworden. Ähm, ich wollte dich ganz gerne mal fragen. Und zwar ist es ja so: ähm, Original kannst du ja auswählen, wenn du das Spiel startest, ja. ähm, Kampfschwierigkeit und Rätselschwierigkeit. Würdest hm. du es wieder wünschen, dass es sowas gibt, oder würdest du eher sagen so: Ne, ich hätte das gerne einheitlich und dann einfach nur mittelschwer und so weiter. Ähm, dass an den Rätseln, dass sie gar nicht unterschiedlich gewichtig, äh, gewichtet sind. Ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht dran. Das, mhm. ist, ähm, das ist einfach eine Sache halt, die mit der Zugänglichkeit zu tun hat, heutzutage vor allem, dass es jeder äh, schaffen kann. Das hatten wir ja schon mal in irgendeinem Podcast besprochen: die Zugänglichkeit von Videospielen. Es gibt ja bei mhm. Nintendo sogar schon Modi für, ähm, für eingeschränkte Personen, die, die quasi, die, die lassen sich das Spiel, es gibt einen Modus irgendwie, da lässt man sich das Spiel bloß noch vorspielen, quasi. Mhm. Da musst du fast so gut wie gar nichts mehr machen. Ne? Was, soll das? Ja Was soll das von Nintendo? Da, da, dafür sollen die doch bei uns zugucken. Bon streamer. <laughs> ich meine, es gibt ja immer jetzt, wenn, auch hier, wenn ich, ich habe jetzt vor kurzem mal Star Wars The ähm, Fallen Order gespielt, es gibt einen Story-Modus, es gibt leicht, es gibt mittel, es gibt schwer. Weißt du, das ja. schon diese vier verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Also dieser Story-Modus, den gibt es ja tatsächlich. Mittlerweile relativ häufig, ne? Dass es wirklich ja, super, die, super easy ist, dass du nur ja, ja. der Story folgen kannst. Du schaffst es wahrscheinlich auf jeden Fall. Wenn du dann trotzdem mal stirbst, dann gibt es einen super krassen Checkpoint, du startest fast wieder direkt an derselben Stelle mhm. und dann schaffst du es beim zweiten Mal. Das ist alles okay. Das, das soll für die Leute auch, soll es auch geben. Bin ich voll dafür, auf jeden Fall. So dass es jeder schaffen kann, dass es jeder spielen kann. Ich wünsche mir knackige Rätsel. Und ähm, wenn ich an Blooper denke, jetzt zum Beispiel, die haben in dem Spiel Blair Witch Project oder in Blair Witch heißt das Spiel in dem mhm. Fall, da haben die also da gab es ein paar Sachen, da, da kommst du so normal nicht drauf, war ich jetzt der Meinung. Und wenn die das genauso implementieren, wie wie es in dem, wie sie es, es bei Blair Witch gemacht haben, dann würde ich mich darüber sehr, sehr freuen. Weil, da waren Sachen dabei, da habe ich im Leben nicht dran gedacht. Ja, also, also ich muss sagen, ich bin generell auch ähm also ich, ich würde mich auch drüber freuen, wenn sie es machen würden, ne, mit den verschiedenen Schwierigkeitsgraden bei den Rätseln. Aber mhm. da muss ich auch ganz klar sagen, ich habe keine Lust auf Rätsel. Der, das machen viele Horrorentwickler in meinen Augen. Ähm, wo die Lösung so merkwürdig an den Haaren herbeigezogen ist. Weil die, wie in Gottes ja. Namen soll ich darauf kommen? Auf so einen Quatschkram halt. Ne? Dreh dich dreimal im Kreis ja. und guck dann aber wieder nach links und dann öffnet sich eine Tür oder sowas. Ne? Mhm. Jetzt, also ganz ganz, ganz so ein Beispiel. Auf sowas habe ich gar keine Lust. Ich, ich möchte auch nicht, dass bluber da irgendwie sowas in eine Richtung einbaut. Ähm, es darf von mir aus knackig sein, aber es muss halt logisch sein, halt, ne? ähm, mhm. Und es muss sich auch so anfühlen, wenn ich selber nicht drauf komme und ähm, keine Ahnung, ich schlage das jetzt irgendwie nach. Ne? Das ist dann trotzdem für mich logisch erscheint. Ne? Ich habe das bei so vielen Horrorspielen gehabt. Ähm, zum Beispiel Visage. Da gibt es so, auch mhm. so das eine oder andere Rätsel, wo du dann denkst: Wie in Gottes Namen soll ich darauf kommen? Es gibt keine Hinweise, gar nichts. Da musst du, deswegen ähm, mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vor allem, es gibt keine Hinweise, aber es gibt diese eine Szene im Visage, da stehen irgendwie ganz viele Spiegel im Kreis. Und du musst dann in einer gewissen äh, Gegend oder mit dem Uhrzeigersinn, musst du ein paar Mal drum rumlaufen und dann aber bei einer bestimmten Stelle in den Spiegel gucken oder zurückgucken. Wie? Wie sollst du darauf <laughs> kommen? Und auf so eine Kacke habe ich gar ja, kein Bock. Also wie gesagt, wenn, hm. wenn ich dann irgendwann die Lösung erfahre, auch wenn ich nicht selber drauf komme, muss das für mich immer noch logisch erscheinen, so, ah, okay, hätte ich den und den Baustein, sag ich mal, zusammengesetzt, dann wäre ich auch drauf gekommen. Und das wäre mir schon wichtig. Bei, bei Blair Witch war es zum Beispiel so, du findest ja immer mal wieder, ähm, ja, du hast halt immer mal wieder Aufzeichnungen auf deiner Kamera, du filmst ja auch viel mit deiner Kamera, mhm. du filmst auch viele Ereignisse und so und manchmal ähm, werden dir auch Ereignisse freigeschaltet und die musst du dir auch immer ganz aufmerksam anschauen. Ja. Wenn du da siehst, dass da und da jemand langgegangen ist, dann solltest du den Ort, wo der langgegangen ist, vielleicht doch noch mal ganz genau unter die Lupe mhm. nehmen. Und manchmal sind halt auch erst Fußspuren oder irgendwas freigeschaltet, nachdem du das Video dir angeschaut hast. Also sowas kann halt passieren. Aber diese Aufmerksamkeit von einem Spieler zu fordern, ist meiner Meinung nach nicht zu viel erwartet. Mhm. Also wenn es wenn es um sowas geht. Aber klar, wenn es um so eine so eine hanebüchene Kacke ist so, wo du nie im Leben drauf kommst. So was mag ich auch nicht. Und ich muss sagen, äh, es gab wirklich auch bei Blair Witch, nicht jetzt unbedingt das Beispiel, was ich genannt habe, aber es gab Momente, wo ich echt gesagt habe, gut, ich bin hier am Ende meiner Kraft. Ich gucke jetzt nach, wie es weitergeht. Also Kann ich dir verstehen, ich habe Blair Witch auch gespielt ähm, mhm. und ich hatte da auch die eine oder andere Stelle, wo ich dann auch mal nachschauen musste. Ähm, mhm. Aber ich denke, seit Blair Witch hat Bluebird doch ganz gut dazugelernt. Ich aber, denke. Aber generell bin ich da auch bei dir. Also, es darf ruhig ein bisschen anspruchsvoller für den Spieler sein. Logisch alles, ne? Aber hm. ich habe das krasse Gegenbeispiel: Resi 4, alles ist gelb angemalt. So, ne? Das muss jetzt ja, nicht sein. Nee, das ist zum Beispiel eine Optionssache. Das, das hätte ich sehr gerne als Option gesehen, die gelben Kanten zu deaktivieren. Mhm. Warum nicht mal ein bisschen gucken? Das ist, das ist für mich dieser Story-Modus. Das kann im Story-Modus äh, gerne automatisch mit drin sein, so wie das Auto-Aiming mhm. und so wie, dass jedes Ziel so mit äh, einer Meta-Anzeige angezeigt wird. Aber wenn ich auf Profi spiele, dann möchte das doch bitte alles komplett deaktiviert sein. So ähnlich wie in den äh, Metro-Games, ist es eigentlich so? Dieser Ranger-Modus, da hast du dann auch gar keine Anzeigen mehr und so weiter. Da musst dann auch ganz, ganz genau ähm, aufpassen, was du machst. So. Ich kann das nicht sagen, weil Metro habe ich nie gezockt, aber bei The Last of Us zum Beispiel ist es zum Beispiel so, wenn du in dem äh, Höllisch oder Survival oder ich weiß gar nicht, wie Überleben-Modus spielst, ist es so, da hast du nicht mal mehr den Lauschmodus am Ende. Du weißt schon, womit du Gegner ausmachen kannst, mhm. wo die gerade sind, um welche Ecke die stehen. Der ist deaktiviert. Und jetzt stell dir das mal vor, dieses Spiel auf dieser Schwierigkeit durchzuzocken. Ja, es so gibt ja. da wirklich Passagen mit Klickern und so, wo du diesen Modus unbedingt bräuchtest, aber du hast ihn dann einfach nicht mehr. Ja, finde ich auch gut. Und du stirbst halt nach einem Schlag. So wie ich neulich bei Resi 5 äh, auf Profi. Du, du, du stirbst, wenn du einmal getroffen wirst. Die Kräuter sind fast sinnlos. Wenn du dir so ein einzelnes grünes Kraut, das kannst du vergessen, das brauchst du nicht. Also du, du nimmst nur Heilung mit, um dich wirklich komplett zu heilen. So. Ja. Sonst, sonst stirbst du. Dein Partner muss da sein, während du getroffen wirst. <laughs> das ist auf Resi 5 im Profi war mal wieder eine relativ knackige Herausforderung. Ja, glaube ich. Ja. Ja, ähm. So ein bisschen ab, abgeschweift. Ne? Ja, ab, das macht ja nichts. <laughs> ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, wie sie das am Ende regeln. Ne? Ähm, aber wo wir gerade bei diesem gelbe Kanten-Thema waren, ähm, ja. ist jetzt aufgefallen in den Trailern, ich habe zumindest, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, null dieser Hinweise gesehen. Von wegen, ah, da der, der Gegenstand. Du kennst es ja, ähm, wenn du im Videospiel bist, Gegenstände, die du einsammeln kannst, die leuchten dann vielleicht mal kurz so ein bisschen auf oder sowas. Oder die schimmern mhm. so ein bisschen halt. Äh, davon... Habe ich jetzt so nichts gesehen. Also, es sah wirklich alles so aus wie, wie in der Umgebung, so halt. Mhm. Ähm, das wird sich halt zeigen, ne? Ob die Kamera ja. dann vielleicht so ein bisschen automatisch dahin lenkt, sag ich mal, so, hey, guck mal da in die Richtung. Die Silent Hill-Spieler hatten das ja immer so, wenn du deine Taschenlampe anhattest. Äh, James hat dann ja auch immer schon, wenn du in den Raum reingegangen bist, so in die Richtung genau. geguckt, wo ein Gegenstand war. Ne? Da, da genau. das bleibt abzuwarten. so. Ich fand das eigentlich sehr cool. Gut, das kannst du heute mhm. halt. Obwohl kannst du es heute auch noch genauso umsetzen. Ja, eigentlich schon, oder? Ja, ja. Ich denke, die Third Person ist dazu auch in der Lage. Wenn irgendwas also. auf dem Boden liegt, dann kannst du die Figur da hingucken lassen. Ähm, was man in den Trailern so gesehen hat, da war auch hier nichts von wegen äh, Betten-Smashing oder sich freiwiggeln zum Beispiel, mhm. wo zum Beispiel dieser diese lying Figure oder dieser armlose Kapuzentyp dich gegriffen hat. Äh, da, da war so eine kurze Animation da und eigentlich erwartet man dann so, hey. Hier müsste doch jetzt eigentlich was kommen, wo sich jemand freirüttelt. Aber so weiß schon irgendwie naja. Stickgerubbel oder. Äh, ja. Das was hatten sie am meine... Anfang drin und dann haben sie es rausgenommen. Ich habe aber das Gefühl, es haben sie nur für den Trailer rausgenommen. Hm, weiß ich nicht. Bleibt abzuwarten, ne? Oder es ist vielleicht Wer, auch eine Optionssache. Das wäre das, wär das Allerbeste. Alles ja. optional. Vielleicht, ja. sogar, vielleicht sogar, nachträglich noch irgendwie ein Kameramodus, was ich aber nicht glaube. Ja. Die, das, die Third das, Person das, wird schon äh, fester Bestand sein. Ja, das, also Aber das, das glaube ich auch nicht. Was mir auch aufgefallen ist tatsächlich, eine Sache, die ich nicht so schön finde, ist, mhm. ähm, wenn du verletzt bist, dann ist der Spielbildschirm, also nicht nur im Menü, sondern das gesamte Spielbildschirm war an den Rändern, an allen Rändern, oben, unten, links, rechts, ist dann so rot mhm. gewesen. Ja. Das finde ich nicht schön. Muss ich wirklich sagen, ich finde, das ist so ein bisschen, das bricht so ein bisschen die Immersion. Ja, so, oh, das zeigt dir sofort wieder, ich bin hier am Videospiel. Ja, aber genau das soll ja immer so erzeugen, dass du, dass der Spieler sieht, oh, ich bin kurz vor Ende. Ja, aber kannst Hast du es denn nicht so wie damals machen, so wie die Resi 2, dass der Charakter sich vielleicht ein bisschen anders verhält beim Laufen und sowas, anstatt da den Bildschirm voll zu knallen? Ich gehe davon aus, dass James, wenn er nur noch ganz wenig Energie hat, dass er dann halt auch dementsprechend äh, mit einer Hand an einer Rippe oder so mhm. auch laufen wird, also oder humpeln wird oder irgendwas dergleichen. Aber ja, ich weiß schon, dass sich ganz, ganz viele Menschen daran stören, dass der Bildschirm dann so mit Blut oder mit Rot oder dunklen Sachen so zugeklatscht ist. Das haben wir, das ist in Freitag der 13. so, was ich vor kurzem gespielt habe. Oder mhm. wo, wo ist denn das noch so präsent? Outlast ist es genau das Gleiche ja. nochmal. Wenn du da ein paar Hits bekommst, dann äh, hast du eine komplett eingeschränkte Sicht. Das ist äh, eigentlich, es ist einfach nur ein modernes äh, Spielelement. Was aber irgendwann auch vielleicht wieder aussterben wird. Genau wie die QTIs, den Weg eines irdischen Gehen. <laughs> den Weg eines irdischen Gehen. Ja, ich hoffe es. Oder halt auch wieder optional, äh, obwohl es schon ganz schön viel, viele Optionen werden. Aber. Das wäre, ich, ich mal das so, wäre Hammer. Mal so, je mehr Optionen, desto besser. Ne? Je mehr man sich so selbst einstellen kann. Ähm, denn generell das hat, also das, ähm, da gab es ja eigentlich nichts zu sehen. Außer jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt nicht verletzt ist, mhm. dann hast du. So, wie ich das gesehen habe, keine Einblendung, nichts. vom wegen nichts mit deiner Munitionsanzeige oder sowas das ist einfach gar nichts. So. Und das finde ich wiederum super. Ne, das ja, ist das wäre so, schön, wenn man über die Pfeiltasten des Playstation-Controllers zum Beispiel halt ähm, einfach seine Waffen wechselt, auf ähm, links, rechts, oben, unten, vielleicht einen Heiltrank oder so ausrüstet, links-rechts die Waffen, das wäre äh, doch ganz ja, cool. Feiltasten, Und dann halt, da, da, da läufst du doch mit. Ja, äh, also vor ja, 20 will, Jahren. Willkommen, willkommen 1999. <laughs> ja, das wäre das, wär, das wär cool, ja. Nee, äh, da denke ich mal, da wird man seine Waffen wechseln können und mit Viereck danach laden gehe ich einfach davon aus. Irgendwie äh, so die Ja, also, das, wird es ja, eine ganz kurze Animation geben, dass man sieht, wie viel Schuss man hat oder was man gerade nachgeladen hat. Da wird eine ganz kurze Anzeige dastehen, wie viel mhm. Schuss gerade in der Shorty drin sind oder so. Ähm, ja. Äh, Korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Hat man jetzt mittlerweile schon das Menü gesehen? Habe ich, also laut meines Erachtens nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht keine Trailer mehr angeschaut. Also, also ich bin der Meinung auch, dass ich, dass ich das noch nicht gesehen habe. Ähm oh, das ist jetzt also wahrscheinlich nicht so wichtig. No. Für mich war Trailer und Gameplay gucken tatsächlich an der Stelle vorbei, wo sie den Kampf gegen den Pyramid Head gezeigt haben. Und da habe ich mich auch tierisch drüber geärgert. Was ich hab ist dein Pyramid Head? Ich habe gesehen, dass die den Kampf veröffentlicht haben und äh, ich konnte das um, ums Verrecken nicht verstehen. Also ich habe ich hab mir das Video angeschaut für zwei für eine Minute und habe es dann ausgemacht. Mhm. Ja, also ich habe mir den, den besagten Kampf ich mir angeguckt und ich hoffe, dass sie das im Spiel im fertigen Spiel noch mal anders umsetzen. Das glaube ich nicht. Ähm, ich sag mal so im Original. wir, wir reden jetzt einfach mal drüber. Ne? Ähm, gibt es diese Szene oder eure erste Konfrontation mit Pyramid Head. Ähm, seid ihr ja im relativ engen Raum, aber ihr müsst ihn nicht bekämpfen. Ne? Er ist auch sehr langsam. Ne? Und mhm. irgendwann geht halt die Sirene an und er zieht Leine. Mhm. Und. Ja, da können, können wir ja sagen: die Trailer gab es ja. Ähm, in dem Trailer mit dem Kampf zu, äh, mit, mit Pyramid Head sah das für mich alles ein bisschen ähm, auch so ein Raum, aber ihr müsst schon mit ihm mit kämpfen. Aber es wirkte auf mich wirklich so. Ich renne einfach die ganze Zeit im Kreis und brauch gar nichts machen. So wirkte das auf mich halt, ne? War ein bisschen zerstörbare mhm. Umgebung, ja, okay, schön. Ähm, aber pff, naja, ich sag mal so, deswegen sage ich halt, ne, ich hoffe, sie haben da noch irgendwie was geändert. so, mhm. Weil das, mhm. weiß ich nicht, das, das war ganz, das sah ganz, ganz komisch aus. Er hat erst so ein bisschen im Trailer-Gänge gekämpft, auch geschossen und so weiter. Und irgendwann fing an, so im Kreis zu laufen. hat kam halt nicht hinterher und dachte ja gut. <laughs> Da denke ich jetzt auch, der ja, macht das doch von Anfang an die ganze Zeit und gut ist. Wenn du ihn nicht erledigen musst. Ja, wird, es gibt für jeden Boss eine Strategie natürlich, und äh, das wird hier genauso sein. Aber vielleicht, also, vielleicht wäre es auch richtig cool, wenn die das so veröffentlicht haben jetzt, aber daran explizit nochmal was geändert haben, vielleicht, dass es an der Stelle doch eine Riesenüberraschung gibt. Ja, das wäre cool. Zum Beispiel, wie zum Beispiel Silent Hill 1: Du rennst in die dunkle Gasse, auf dem Weg äh, Cheryl zu suchen und äh, dann wirst du von diesen kleinen Viechern attackiert und stirbst im ersten Moment ne ja. Kumpel hat mir damals erzählt der hat an der Stelle <laughs> immer und immer wieder seine Playstation ausgemacht war das hat er aus Prinzip <laughs> so gemacht der wusste nicht dass es danach weitergeht der, glaubst, <laughs> der hat nicht viel der Spiel hat ge gesehen der, der hat gesagt was ist das für ein Kackspiel da war ja kein Weg mehr frei und äh, keine Ahnung ich muss, muss gesagt, doch lass gewinnen dich doch, lass dich doch einfach mal töten und lass dann guck dir dann mal die nächste Szene an ja ja Blöd, Mann. Aber egal. <laughs> Blöd, Mann. <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade, ähm, was wir noch zum Gameplay haben. Wir haben über die Kämpfe gesprochen, über Animation, über die Rätsel. Äh, viel mehr, würde ich sagen, steckt meines Wissens nicht drin. Erkundung, klar, aber das werden wir halt sehen, ne, wie viel wir von mhm. Zeit wirklich erkunden können. Ich glaube, Sie haben schon gesagt, dass man mehr erkunden kann von der Stadt, aber naja, was heißt mehr? Ne? Guck mal, zum Beispiel, ich habe. Neulich, ja, ich habe ja sogar nochmal Silent Hill 4 gespielt und Silent Hill 1 gespielt und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich Silent Hill 1 aus nostalgischen Gefühlen heraus viel, viel besser in Erinnerung hatte, als es tatsächlich ist. Mhm. Vorsicht, lünscht mich nicht, ich will es erklären. Ich finde, Silent Hill 1 ist ein perfektes Spiel bis zu dem Moment, wo man zum ersten Mal in die Midwich Elementary School kommt. Weil vorher hast du offene Straßen, dieses Wummern, diesen bassigen Sound, der Nebel, die Kreaturen, die dich aus jeder Ecke auf einer offenen Stadt heraus angreifen. Harry sprintet und kommt außer Atem, hat nicht genug Munition. Und irgendwann, ja. irgendwann kommt er dann aus diesem Haus raus, an dem er die drei Schlösser gelöst hat. Und dann ist er plötzlich im Dunkeln in einem Hinterhof. Absolut atmosphärisch. Eine Granate. Du rennst zu dieser Schule. Überall aus dem Dunkeln heraus attackieren dich Monster. Du bist in der Schule. Und es macht sich dann im Laufe der nächsten halben Stunde, die du in der Schule verbringst, so ein bisschen, so ein bisschen, ich will nicht sagen Langeweile. Das war halt damals auch schon für mich so. Es macht sich so ein bisschen, das es, killt ein bisschen die Atmosphäre. Es, es, es fährt deutlich runter halt, ne? Ja, genau. Und das ist bei Silent Hill 1 immer das Phänomen, wenn du ein Gebäude betrittst. Du, egal ob du im Alcamilla bist oder an der Polizeistation oder keine Ahnung, welches Gebäude du da noch betrittst, auch die Du bist ja irgendwann auch nur in der Kanalisation und so eine Sachen. Das ist alles nicht so geil wie draußen auf, in, in den Straßen. Bei Silent Hill 2 ist es so, du bist draußen auf den Straßen, aber bist dann auch relativ zeitnah im, im apartment genau, oder so. Oder? Genau, bei den Apartments, später im Krankenhaus und so weiter. Und da, da ist es auch so. Es drin hat auch seine Atmosphäre, aber da ist jede Tür zu und du musst dir im Grunde immer nur, du, du schaltest hin und her zwischen zwischen James und auf die Karte gucken, schauen, in welcher Tür war ich jetzt drin, welche ist blockiert, wo muss ich weiter. Du bist eigentlich immer nur dabei, dir eine Übersicht zu verschaffen, weil jeder verkackte Raum gleich aussieht. Oder jeder Gang gleich aussieht. Und dann bist du draußen in den Straßen und darauf habe ich Bock. Ich will, dass sich jede Straße von der anderen unterscheidet und dass du halt, weißt du, was ich meine, so einen organischen Spielfluss draußen auf den Straßen ja. findest. Ein äh, also super drauf. Punkt, den du eben genannt hattest. Ähm, und zwar das mit den Türen. Hill ist ja, ja auch der Türöffner-Simulator oder ja. ne, einfach nur checken, wie viele Türen sind verschlossen und wo kann ich reingehen? Also ich habe das tatsächlich mhm. auch in jedem Durchgang, wo ich Saint zwar gespielt habe, in meinen drei oder vier Durchläufen, es, es ist genau so, wie du sagst, kommst in ein Gebäude rein, okay, und ich gehe dann wirklich, ich gucke auf die Karte, so und so viele Türen gibt es und ich gehe die wirklich Stück für Stück, gehe ich immer ab, ich check einfach nur, welche, welche Tür kann ich rein und welche nicht, damit ich das mhm. auf der Karte abgestrichen habe. Mhm. Und da bin ich wirklich mal gespannt, ähm, wie sie das angehen in jetzt im Remake, ob sie sagen so, okay, wir streichen einfach ganz viele Türen, damit du die, diesen Bums halt nicht hast, mhm. oder wir übernehmen das genauso. Ich hoffe, sie, sie übernehmen es nicht genauso, weil das ist ein bisschen zu viel des Guten, fand ich im Original. Mhm. Ähm, Gerade später im Gefängnis da hast du ja wirklich eine Million Türen, ne? mhm. und, und wenn du das wirklich ganz, ganz sicher gehen willst, dass du nichts verpasst, ja, dann klickst du halt jede Tür an. Ne? Und das, yeah. das muss ich jetzt im Remake wirklich nicht haben. Also ich bin gespannt, wie sie das lösen. Ne, ähm, wie gesagt, von mir aus streicht die Hälfte der Türen einfach so. Ne? Das, oder oder, oder macht, was macht, die Türen, macht die Türen halt zugänglich. Macht sie zugänglich oder sagt, hey, hier, den, da kriegst du vielleicht einen Schlüssel. Aber, aber, du, aber vielleicht aber, ist das ja die zusätzliche Spielzeit auch. Ja, vielleicht, vielleicht kriegst du einfach einen Schlüssel, den du dir freispielen kannst für den zweiten Durchlauf. Wäre auch geil, mhm. so einen Wiederspielwert erzeugen. Irgendwie, ähm, es gab ja bei Silent schon immer verschiedene Enden. Du weißt schon hier, dass das gab klar. das äh, gute Ende, gute Ende plus, es gab das schlechte Ende, schlechte Ende plus und meistens noch ein UFO-Ende, wobei ich hoffe, dass das auch wieder mit drin ist. Also, sie, sie, Schande, haben schon, nicht. sie haben schon gesagt, es gibt verschiedene Enden ähm, mhm. und es gibt auch ein New Game Plus. Sehr gut. Das, das New Game Plus wäre, also da wären so verschlossene Türen, das wird doch prädestiniert dafür, wie man halt auch mit James, ich habe in deinem Run gesehen, als du gespielt hast, du hast mit Kettensäge durchgespielt. Ähm, die hat man ja beim ersten Spiel so im, im New Game nicht. Aber im New Game Plus kann man die finden an dem einen Baum dort. Mhm. So, und dasselbe wäre cool, wenn man gleich zum Anfang dann an irgendeinem, äh, in irgendeiner kleinen Hütte einen Schlüssel findet für die Hoteltüren, die zu sind. Mhm. Oder einen Bund, einen Schlüsselbund. Ähm, ja, das, das doch war cool. zum Beispiel und am ersten, im, im Dingstens so beim ersten Durchlauf, das so, hier komme ich nicht rein, aber vielleicht später. Und das ja, aber oh, so offen genau. ist. Genau. Ja, und dann findest du irgendwann später vielleicht den passenden Schlüssel, kommst aber gar nicht mehr zurück. Aber im New Game Plus ja. hast du den Schlüssel halt immer noch im Inventar und kannst dann genau. da rein das wäre Das wäre genau. nice, ja. So sowas feiere ich grundsätzlich. Also, dass, äh, wenn du irgendein Item findest, weißt du, was, weißt, was ich damals bei Resi 7 so abgefeiert habe? Dass man sich in dieser Midnight-Demo äh, so eine Münze freispielen konnte, die man dann im Hauptspiel benutzen konnte. Hatte so gut wie keinen Wert, ne aber du bist halt irgendwann halt mal schneller an deine Magnum rangekommen oder an ja. deinen an dein was weiß ich hier du hast ja dann auch teilweise so Spritzen bekommen die sich Ethan geben konnte damit sein äh, damit seine Lebensanzeige größer wird oder so dass solche Sachen also wenn sowas in ein New Game Plus in, implementiert ist liebe ich das abgrundtief ja also, also wirklich ganz ganz so. das ist eine gute Sache also ich hoffe sie, sie bringen da so entsprechend solche Sachen rein und das New Game Plus jetzt nicht draus besteht irgendwie ähm, keine Ahnung ich kann meine Waffe irgendwie ständig aufwerten weil ich finde das mhm. Da haben sie jetzt noch nichts so gezeigt und ich, das bräuchte ich jetzt im Silent Hill auch nicht. Dann wenn, yeah. wenn dann eher so wie bei, ich sag mal, beim Resi 2 Original, du findest mal ein Teil, mhm. was du an deine jetzige Waffe ranbauen kannst und das war's. Ne? Also ich muss da nicht mhm. irgendwie Stufe 5, Stufe 6 und sowas haben bei, bei den Waffen, das ist alles, brauche es halt nicht. Aber nur noch mal zu den Türen, ne, dass mhm. da jede, jede zweite Tür oder jede dritte Tür zu, äh, zu ist oder fast jede Tür zu ist, das ist ne, das ist auch irgendwie so Silent hill esque das hat sich seit Teil 2 auch nicht mehr großartig verändert. Es gab dann noch den dritten, der hat das genauso gehandhabt. Ja. Es gab Origins, der hat das genauso gehandhabt. Und ich selber spiele ja gerade Homecoming, wo es genauso ist. Ich bin gerade im Hotel und da sind, du guckst halt einfach nur, okay, die Tür ist blockiert, da war ich schon drin, alles klar, da komme ich nicht rein. Aber es gibt dann andere Wege, in diesen Raum reinzukommen, und zwar durch die Etage drüber. Da merkst du dann, oh, da ist ja noch im Fußboden. Da hüpfe ich mal rein. Oh, jetzt bin ich ja in Raum 405. Da sage Soll ich überhaupt nicht. Finde ja. ich auch gut. Aber mhm. äh, wir, wir haben auch genug Türen, die einfach nur zu sind. Ja, einfach ja. nur zu. <laughs> genau, und wir sind doch jetzt, aber 2024, das darf doch jetzt, also in meinen Augen darf das schon ein bisschen verfeinert werden, sagen wir es mal so. Ja, natürlich. Darf, also ich, ich gehe davon aus, dass es nach wie vor so sein wird, dass die hier und da äh, in ein paar Gängen auch noch ein paar geschlossene Türen drin haben werden. Yeah. Und Grund, warum auch immer, äh, ich meine, ein Hotel hat viele Türen. Das ist nur normal, dass da, dass da viele Türen sind und dass da auch Türen verschlossen sind, ist auch normal. Aber dass man hier und da auch wirklich in, in ein paar Türen mehr reinkommt, fände ich geil. Oder wenn man an der Rezeption, wenn man gründlich sucht, doch noch hier und da den einen oder anderen Schlüssel bekommt. Ja. Das, das wäre ne? genau. wär halt schon geil. So. Ich, ich, Gerade wenn sowas in ein New Game Plus implementiert ist, wird es fantastisch werden. Also sowas feiere ich dann. Aber es wäre halt auch Silent Hill-esque, wenn es einfach so bleibt. Halt, Vielleicht bleh, so bleh, so irgendwie mit einem kleinen Augenzwinkern mit eingebaut oder sowas halt. Das James A. Genau, so <laughs> <Angel lacht> <einen Kommentar lacht> was hast du erwartet? <laughs> genau. Oh, genau. Hast du erwartet? Natürlich ist die Tür zu. <laughs> of course. <laughs> yeah. yeah, for sure. Ähm, gut, ich glaube, wir sind durch, was, was das Gameplay angeht. Ich würde ganz gerne noch mal mit dir über die Charaktere sprechen. Ähm, die, ja. Wir wissen jetzt nicht so ganz genau, ähm, bei wem da irgendwie mehr oder weniger dran, äh, drin sein wird. Es ist mehr eher von mehr auszugehen. Aber mhm. ähm, was, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ich fand, die sahen alle gut aus. Ne? Mhm. Also, also, auch wenn man vorher jetzt gesagt hat, so, oh, Animationen, dies, das und so weiter ist nicht so schön. Mhm. Ich fand die Charaktere sahen alle wirklich gut aus, auch Animationen. Äh, Laura fand ich richtig toll. Ja. Fartface. <lacht> <lacht> Pupsgesicht. Genau, Pupsgesicht, ne? Ja, Pupsgesicht. Äh, Übrigens, Grüße an Jenny. <lacht> <lacht> Grüße an Frau Pups, genau. Ähm, genau. Fand, ich, fand ich wirklich gut, also, aber ja, viel mehr kann man natürlich sagen. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, und ich hoffe, ich mache jetzt kein großes Fass damit auf. Das sind halt mhm. diese DEI-Sachen. Ähm, Diversity, Equally, uh, Inclusion-Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, und das ist ein Thema. Ich hoffe, dass sie da in gewisser Weise die Sache nicht an die Wand fahren. Denn mit, mit Mary? Maria? Mhm. Ähm, Sie war halt und das klingt jetzt ein bisschen doof irgendwie ne oder soll ich Herbst weiß Getroschen schon Klingel, ja, äh, ja, sie hatte, sie hat halt mehr an und das ist im, mhm. im ersten Moment überhaupt nicht schlimm aber es das ist ja Story relevant dass sie halt nicht so viel anhat, ne dass sie halt genau das ausstrahlen soll für James mhm. ne? und wenn sie da rangehen und sagen ja oh, nee das ist uns aber zu sexualisieren ne das, das retuschieren wir jetzt mal so ein bisschen weil diese di Firma sagt ja das ist besser so für euch äh, das würde ich nicht gut finden. Ja, weil es ist halt so, dass ähm, Mary, ich hoffe, ich sage jetzt die richtige, Maria ich ist immer immer durcheinander. Maria ist seine Mary, tote Frau, ne? Äh, nein, Mary ist die tote Frau. Mary ist die tote Frau und Maria ist äh, das sexualisierte Oder? Sehnsuchtsbild von, von ihr. Ich bin grad, nicht von ich. ihm. <laughs> <lacht> <lacht> Gott, die das kann nicht sein. Jetzt, jetzt haben wir uns hier das Thema Silent Hill 2 auf den Tisch gezogen und jetzt können wir die beiden Frauen nicht auseinanderhalten. Das ist schon schlimm. Ähm, ich glaube, Mutter Maria ist Maria müsste seine Frau sein und Mary müsste das sexualisierte Bild dazu sein. Weil das würde auch nur Sinn machen, ne? Mutter Maria, ne? Mary, also ist, Mary? Ist, die, ist die seine Ehefrau. Maria. Oh, also ist, doch ist, andersrum. Is, genau. Die Profis. Die Profis am Werk. Nee, ähm, ja, also die, diese Figur ist erschaffen worden, um seine sexuelle Sehnsucht wiederzuspiegeln. Ne? Der hatte halt eine schwerkranke Frau und konnte halt auch, äh, ja, die war halt so krank, dass sie bettlägerig war und gepflegt werden musste und da war halt auch natürlich keine Knusperstunde mehr drin und deswegen <laughs> hat er dieses, äh, dieses Sehnsuchtbild äh, erschaffen. Und natürlich hatte die dann Rock und einen Top an und so. Aber ey, du, das ist mir in Resi 3 Remake schon aufgefallen. Also, was, was ähm, wir, ich habe jetzt gerade tatsächlich mal, ich, ich muss einmal erzählen. Ähm, mir mhm. ist das vor, bei meinem letzten Durchgang zu Silent 2 ist mir jetzt aufgefallen, dass Maria so ein Schmetterlings-Tattoo so über dem Hüftknochen hat. Ja. Den kannst du im Remake halt nicht mehr zeigen, weil da trägt sie halt Kleidung. Ne? Den hat sie jetzt aber irgendwie oben über der Brust irgendwie so auf, auf dem Schlüsselblein. Okay. Schlüsselblein, ja. Schlüsselbein. <laughs> Schlüsselblein. Schmetterling, <laughs> Schmetterling auf dem Schlüsselblein. So, Podcast. -Titel Guter Titel für die Folge. Guter <laughs> Titel für die Folge. Schmetterling auf dem, Schmetterling Schlüsselblein. <laughs> auf dem Schlüsselblein. Okay, sehr schön. Nee, äh, was, was ich meinte, so, war, war zum Beispiel Risi 3 Remake, ne? Der Skirt ist zu einem Skort geworden. Ja. Bei Jill. Weißt du, das. Also erstmal überhaupt das originale Outfit zu ändern, war jetzt nicht dumm. Okay. Das ist halt so dieses. Weißt du, du du machst dich auf dem Weg, du weißt die 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 Stadt wird überrannt, Zombie Apokalypse. Was ziehe ich mir denn an? Hm, ein Minirock wäre ganz günstig. Ich brauche Bewegungsfreiheit oder so ist ein, es. Ein, äh, so, so Mach ich nehme auch dann immer, wenn, ich, wenn ich auch, Bewegungsfreiheit. Hol ich mal genau. Und Tr raus. Genau, Trägerlogs ist es top noch mit dazu, war natürlich nicht logisch, aber es war halt ein ähm, ähm, das hatte schon ein bisschen Sex, ja? Und äh, dann hatten wir halt äh, das Remake 2020. Und da war es halt eine Jeans und ein Top und darunter hattest sie sicherheitshalber noch ein Hemd. Mhm. So. Und äh, dann hattest du aber, konntest du aber das originale Outfit freischalten und selbst das war kein Mini-Rock mehr, sondern also kein Skirt, sondern ein Skirt. Und das war so eine, sieht aus wie ein Rock, aber es ist eine Pants. Panty. Mhm. Ja, genau. So eine wei weite Pantyhose. Genau. genau. Damit Jill halt auch, wenn sie fortgeschleudert wird, wenn Nemesis mit Raketen auf sie schießt, sie nicht so ungünstig fällt, dass du ihre Schlüpfer sehen kannst. Ich liebe Mods. Ich liebe Mats auch, <laughs> was das angeht. <laughs> ähm, aber in dem Punkt ist es ja auch vollkommen okay, ja, weil das hat keine kein, ja. kein Relevanz so für das Spiel an sich, für die Story und so weiter. Äh, genau. Bei Silent Hill ist es halt was anderes. Ne? Ja. Das hat halt eine ganz bestimmte Relevanz und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sie mit gewissen anderen Szenen im Spiel umgehen. Ähm, weil Sie wird trotzdem ihre verführerischen Reize haben. Da nicht, gehe ich davon Nicht, nicht aus. nur das, also auch gewisse andere Szenen mit Pyramid Head oder mit äh, Angela und so weiter. Mhm. Ähm, yeah. Das würde ich mir schon wünschen, dass wir das heute auch, na ja ich, ich mehr oder weniger explizit auch sehen, ne, yeah. in, in guter Darstellung und so weiter, dass, dass das nicht irgendwie äh, runtergedampft wird, zu doll. So, yeah. oder? Also, aber gut, äh, da müssen wir halt abwarten. Ähm, wie das Ganze letztendlich wird. Ich hoffe auch tatsächlich auf äh, ein paar echte Schocker. So, du weißt, was ich meine, ne? Dass, also wenn das eine, eine, ich hoffe, dass es halt auch gut brutal ist, einfach das Spiel, ja. halt auch nicht nur mit den Kreaturen, sondern halt auch wirklich mit den menschlichen Figuren, dass da halt auch gewisse, gewisse explizite Gewalt gezeigt wird. Das wünsche ich mir ganz, ganz doll, weil das passt sehr, sehr gut in das Thema. Das passt sehr gut zu Silent Hill Und äh, die waren da eigentlich nicht zimperlich. Nee, genau. Aber damals war Dann, es halt durch die technischen Möglichkeiten nicht anders möglich, das so darzustellen, wie sie es gemacht haben. Halt, ne? ja, Heute, das, gerade deswegen, mit der Unreal Engine 5 und so weiter, da geht schon ein gewisser Detailgrad. Aber du musst ich es mir, Ich wünsche mir auch wirklich ganz, ganz doll, dass Silent Hill 2 im. Also, ich gehe davon aus, dass wir im, äh, im Detail wirklich keine technische Bombe erwarten und dass es auch das Rad nicht neu erfinden wird. Aber ich hoffe, hoffe, hoffe ganz, ganz toll, dass es ein voller finanzieller Erfolg wird. Ich wünsche dem Spiel, dass es wirklich einschlägt wie eine Bombe, weil ich will, dass das weiter so geht. Ich bin kein Freund dieser Remake-Maschinerie, aber ich will ein neues Silent Hill-Spiel haben ähm, von Konami, von Blooper, was weiß ich. Und ich will Silent Hill 1 Remake. Ja. Das, ist eigentlich das Spiel, was ein eigentliches Remake verdient hätte. Und zwar in dem Stile von Silent Hill 2. Und ähm, das hätte wirklich eine Generalüberholung nötig. Und deswegen wünsche ich mir ganz, ganz toll, dass das einschlägt wie eine Bombe. Ja. Aber ich gehe davon aus, dass wir, dass wir ein mittelmäßiges Spiel bekommen werden, was technisch nicht ganz sauber ist, aber es sehr atmosphärisch sein wird. Das ist jetzt so meine Prognose dazu. Ich war sehr skeptisch anfangs, aber jetzt, wo ich so ein bisschen was dazu gesehen habe und so. Um, ich habe mir noch keine Reviews oder irgendwas angehört ja, oder gibt's Meinungen. Also Meinungen ja, Meinung gibt es mehr, ja, mehr als genug. Ja. Jeder Hans-Wurst kann das ja heutzutage machen. <laughs> Jeder Hans Wurst. Ja, Hans-Wurst sollte ich, soll ich Hans-Speck sagen. Ich hoffe einfach. Hans Speck, genau. Ja. Was, ist denn, was ist denn deine Prognose? Wie schätzt du ein, was wird passieren, wenn Teil raus ist? Was, wie wird es die Gaming-Welt verändern? Äh, gar nicht. <laughs> das wird die der welt wirklich absolut gar nicht verändern. Ähm, ich gehe davon aus, dass das Spiel gerade unter Fans sehr, sehr hart beleuchtet wird. Ne? Mhm. Oder durchleuchtet, eher gesagt. Und es werden eine Million Vergleiche kommen. Ähm, aber das, was man ja auch immer sagt oder auch sagen sollte, finde ich mittlerweile, ist halt, das Original nimmt dir keiner weg du bekommst jetzt ganz so was genau. anderes halt ne und mit der NHA tätigst auf dem PC ist sowieso ganz toll und so weiter ähm, was also ich wünsche mir auf jeden Fall auch dass es ein Erfolg wird ich erwarte kein Resi 4, sage ich mal ne nein, also von der Qualität und so weiter die Erwartung habe ich überhaupt gar nicht ne ähm, ich gehe davon aus dass das Kampfsystem nicht so geil sein wird und dass das Spiel vielleicht auch hier und da vielleicht ein bisschen in die Länge gezogen wird Ne, einfach weil das einfach so ein Thema heutzutage ist, ne? dieses wie viel Spiel bekomme ich für meine 60, 70 Euro, ne? da wird ja immer ganz schön rumgequarkt, wenn das Spiel nur 6 Stunden lang ist ne? deswegen auch gleich so ich verschiedene Enden New Game Plus und so weiter, wenn sie das alles gut integrieren und, und einführen und so weiter finde ich super ähm, aber ich glaube ich glaube das, das wird so ein oder ich hoffe es, halt, ne? das wird so ein 80 also 80 von 100 so ein Ding. Würde ich mir wünschen, wird mir auch vollkommen genügen. Ne? Ich brauchte keine 95 oder sowas dran stehen haben, halt. Boah, ähm, wichtig ist. 95. Also wichtig ist wirklich, dass sie die Atmosphäre, dass sie das rüberkriegen. Ich sag mal, so ähnlich wie Resi 2 Remake. Dieses wirklich von ja. damals nach heute transportieren. Ne? Diese genau. Stimmung, die Atmosphäre und dass man das auch richtig wieder so reinsaugt. Ähm, dann bin Aber ich, ich, dann glaube, bin ich das kriegen sie hin. Ja, ich. Mittlerweile würde ich auch sagen, ich traue denen das zu, weil mhm. ja, alles andere, ich, ich denke, die Schwächen werden da wirklich eher bei der Technik und beim Gameplay liegen, ne, mhm. über die man dann genauso wie bei den Originalspielen drüber hinweg sieht, ne, weil da war das ja auch alles nicht zwingend super geil oder state of the art damals so halt. ne. <laughs> ähm, genau. Und trotzdem haben die Spiele überzeugt. ne, Silent Hill 2 ist nicht un, umsonst irgendwie so ein absoluter Klassiker in der Survival-Horror-Szene oder generell in der Videospiel-Szene. Ne. Ähm, ja, aber deswegen, das lag nie, das lag nie am Gameplay, das lag immer schon an der großartigen Story. Genau, genau, ne? Und deswegen mhm. ähm, hoffe ich, dass die auch viele neue Spieler oder jüngere Spieler dafür begeistern können. Nicht nur solche wie uns, sag ich mal, die das vor 20 Jahren schon gespielt haben, sondern auch genug neue mhm. Leute abholen können. Ähm, auch mit so einer deepen Story, weil das ja für heute auch ja, schon fast schon ein bisschen was Besonderes ist, glaube ich. Mhm. Ähm, und wenn das klappt, dann freue ich mich. Oder würde ich mich darüber freuen, wenn Bluer Team die Erfahrung aus dem Spiel mitnimmt und dann vielleicht auch vom Einser ein Remake machen darf. Ähm Aber es kommen ja auch noch mehr Spiele halt, ne? Also Silent Hill, Townfall, Silent Hill F und so weiter. Und da bin ich auch erstmal gespannt. Silent Hill F wird von ich habe gerade mal nachgeguckt Neobur Neobards mhm. entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Äh, das soll ich dir sagen, was soll ich dir mal sagen, was die gemacht haben? die sind verantwortlich für Resident Evil Resistance, die sind verantwortlich für Resident Evil Reverse und schlag mich tot und bitte lynch mich nicht, wenn ich das jetzt falsch sage, aber die haben ja eher so an, Port, an Ports gearbeitet. Haben die vielleicht auch dieses Resident Evil... Haben die so viel RISI gemacht? Warte mal, die haben haben die, warte mal, haben die Resident Evil HD Remaster nicht sogar gemacht? Haben die das wirklich? Das wusste ich nicht. Also dass sie generell also, so viel in RISI unterwegs waren. Also, Neobards ist mir ein Begriff. Ähm, warte mal, Neobards, hatten die nicht auch äh, dieses äh, Silent Hill Ascension? War was anderes, oder? Von wem war das? Das ist egal, darüber spricht man nicht. Nee, aber ich, äh, mir war auch so, als ob da Neobards mit drin gegangen hätte. Er hat denn Silent Hill Ascension gemacht? Ah, mein Gedächtnis ist auch nicht mehr das, was es mal war. Ähm, aber mir war so, als ob die auch diese HD-Remaster von Resident Evil ja, also Resident Evil Origins Collection. Für die Nintendo Switch haben sie gemacht. Tatsächlich. Für die Switch, also ja. nur die Switch-Version. Ja. Okay. La also gut. Also ich habe hier so ein, so ein kleines Line-up von denen. Devil, na, Ma na, dann mal raus. Devil May Cry HD Collection. Unimusha mhm. Warlords. 2019 das. Resident Evil Origins Collection. Resident Evil Resistance. Marvel's Avengers. Resident Evil 7. Next Gen-Version, also auch ein Port. Resident Evil okay. 2 und 3, auch die Ports. Äh, also Next Gen-Ports. Reverse. Mhm. Oha, ich wusste wirklich nicht, dass sie so viel an Risi mitgearbeitet haben. Aber gut, Ports sind die eine Sache. Ähm, ja, ja Multiplayer-Games kein... sind die andere Sache halt, ne? Jetzt ja, machen ja. sie, also, wenn ich das jetzt richtig weiß, wird das ja ein Singleplayer-Spiel. Das wird ein Singleplayer-Story Sing vielleicht, vielleicht finden sie ja da irgendwie ähm, ihre Berufung, sag ich mal, ne? Naughty Dog sollte auch ein äh, Multiplayer-Game machen, ne? Zu Last of Us, und das hat überhaupt nicht äh, geklappt. Ja, ja, genau. Und also, Singleplayer ist ja das stark bei silent hill f munkelt man ja dass das f könnte ja sein das steht irgendwie im fuck face nee nee das, das könnte bedeuten dass es der sechste teil ist und zwar weil f, ja. f ja, ja, auch, das, <laughs> <Ich> auch <laughs> der, auch, der sechste hab ich buchstabe im alphabet ist man munkelt ja dass das f eigentlich für sechs steht und äh, silent hill homecoming war ja der offizielle fünfte teil der reihe und Downpour war nur noch ein Spin-Off. Und deswegen geht man davon aus, dass Silent Hill F eventuell Silent Hill 6 werden könnte, was ja dann chronologisch der nächste Teil nach Homecoming wäre. Mhm. Was, was, nur wenn ich es ausspreche, mega, mega spannend ist, finde ich. Ja? Ich fand den Trailer von allen, die, die man beim Showcase gesehen hat, fand ich den von Silent Hill F am interessantesten, obwohl das ja irgendwie da im, was weiß ich, im im, genau, genau ne, darauf wollte ich gerade hinaus. Ne? In 19, Japan im 18. Jahrhundert oder so 19, 33, In den 1960ern 19. in Japan. Ne? Genau. Wir wissen, Silent Hill hat, ist halt so eine amerikanische äh, Kleinstadt. Ja, 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 aber Silent Hill bedeutet ja schon einen Scheißdreck. Silent Hill ist ja eigentlich, äh, du wirst ja dorthin geschickt irgendwie, wenn du Schuld dir aufgeladen hast. Und wir haben es auch jetzt, ich habe es neulich im Stream erst erfahren: Silent Hill, The Short Message, Kettenstadt. Ne? Kettenstadt? Das, mit, das, das ist aber das auch bescheuert. Silent Hill wurde ein einziges Mal in einem Dokument erwähnt. Ja. ja, vielleicht ist es auch so, dass es halt dieses F vielleicht für eine, eine Stadt, in der eine japanische Stadt steht, ähm, die dasselbe irgendwie Macht hat wie Silent Hill. Ja, Oder? vielleicht gibt es sowas auch noch mal als ähm, Fukushima. <lacht> 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 ja, Sorry. Gibt, und, wirklich beschissenes Beispiel, aber ja, vielleicht gibt es äh, sowas da auch noch mal. Silent Hill ist eigentlich so der Begriff der Schuld. Und der Pyramid Head kommt und peinigt dich. Ähm, ja. Jo. Das, also, die, also, Townfall. Hatte ich nicht irgendwas zu Townfall gelesen, dass die Firma, die das entwickeln sollte, pleite gegangen ist? Ah, da, da gab es ganz viel. Ähm, die, ich glaube, 25, also ein ganzes Team, hat äh, zeitgleich gekündigt. Die wollten da irgendwie was durchsetzen. Mhm. Und das hat, da, hat, ich weiß nicht, die. die keine Ahnung, wer hat gesagt, nee, das machen wir nicht. Und da haben die gesagt, so gut, dann nehmen wir unseren Hut und tschüss. Aber ich glaube, das hat da mit dem, ähm, also das Silent Hill Town die Entwicklung geht noch ganz normal weiter. Es ist nicht dasselbe Team. Aber man merkt schon, da bei den Publisher, nee, nicht Publisher, da bei den Leuten, sage ich jetzt einfach mal, doch äh, rumort ist ein wenig. Mhm. Ja. Bei, äh, bei NeoBarts zum Beispiel ist interessant, Mach die lass die alles schöne Ports machen alles schön und gut ne aber kriegen die eine vernünftige Story wenn die wenn die wirklich auch für die Story verantwortlich zeichnen also ich meine nur das ja, ja klar das, ne, das äh, wird ähm, mega spannend wie sagte ich auch ports ja das, das hat wohl anscheinend ganz gut funktioniert multiplayer games haben nicht so funktioniert ne, wenn wir resistance mhm. und densten reverse angucken äh, und, jetzt, äh, und jetzt dürfen sie ein singleplayer game machen ich muss dafür aber äh, nee. technisch warte 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 technisch technisch, ich kann für Revers, äh, kann ich nicht sprechen, das habe ich nicht gespielt, okay. aber Resistance war technisch gesehen eigentlich ganz rund. Jetzt ohne Scheiß, das, äh, das Spielprinzip mag nicht jedem schmecken, aber von der Technik her war das Spiel in Ordnung. Ich es muss war ich mega bunt, es war kunterbunt und äh, teilweise auch echt crazy so, aber Ey, Soll ich dir mal dazu einen Witz erzählen? Erzähl mir mal einen Witz. Okay, pass auf, Leute. Wonach riecht es in der Villa kunterbunt? Nach Pipi. Nach <laughs> ich wusste es, ich wollte es doch gerade sagen. <laughs> Entschuldigung. So, ich wollte nach ähm, Pippis Strümpfen sagen. Ja, ähm, ich, ich muss gestehen, ich habe äh, Resistance, das war ja damals bei Resi 3 mit bei. Ich habe das ja. wirklich nicht eine Minute gespielt. Ich glaube, ich habe es nie angemacht. Weil ich das Reverse auch total auch vergessen habe. Ne, Reverse haben wir, da war ich noch nicht hier bei Radio Raccoon. Äh, wir haben es aber bei Radio Raccoon äh, gestreamt ne? da war ich mit dabei. Da war so. unsere liebe Schlotty noch mit am Start. Ja. Und da war, da war ich anscheinend noch nicht mit dabei. Du warst, glaube ich, den Abend nur nicht dabei. Das weiß ich nicht okay. genau. Ähm, und ich, ich sage es immer wieder: ein gutes, riesiges Multiplayer-Game hätte ich gerne. Neben den ganzen fantastischen Singleplayer-Games hätte ich ein gutes, riesiges Multiplayer-Game. Jetzt, ich, ich nehme das böse Wort im Mund, was einen guten Live-Service hat. Das würde ich feiern. Gute okay. Updates und sowas halt, ne? Mhm. Aber gibt es nicht. Outbreak Remake, Dann Wo? Wann? Outbreak Remake, wollen wir es machen einfach? Wollen wir es möglich machen? Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Wir machen das. Hast du Ahnung, so ein Programmieren und so? Nö. Okay. Gut. Freunde, Gut. ich. Tschüss. <laughs> so viel dazu. Ich würde sagen, wir sind am Ende der, diese, der, der, der Folge angekommen. Ja. Wir ja, haben ja. jetzt noch ein paar Tage, bis das Spiel rauskommt. Wir freuen ja. uns auf jeden Fall ganz, ganz doll drauf. Ja. Und. Haben aber auch unsere Erwartungen, glaube ich, nicht zu hoch gelegt. Nein. Also, wir wissen, da wird wahrscheinlich das eine oder andere so ein bisschen im Argen sein, wo wir darüber hinweg gucken können, wie beim Original. Ähm, aber dennoch, wir haben mega Bock, ohne Scheiß, wir haben ja. mega, mega Bock. Genau, genau. Also neues Scientile, und die, <laughs> jetzt kriegen wir wirklich ein neues Silent Hill. Das andere, diese Essentials, aber das zählt alles nicht. Short Message zählt auch nicht. Ne? Jetzt mhm. großer Titel, wirklich ein großer, mhm. umfangreicher Titel. Ähm, Remake von zwei Teil. Das wird hoffentlich wirklich toll. Ja, Und wenn nicht, also, wie gesagt, ne, dann habt ihr immer noch die alte Version. Genau. Das ist wie mit einem Dreier Remake von Reesy, Ne, Das kann man mal spielen. Ist auch schön, so lustig. Aber jeder bevorzugt das Original. Genau. Jeder, der in den 90ern schon gelebt hat, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Gut. Gut. So war es nämlich. So war es. Okay. Dann danke, dass du mich für diese Folge eingeladen hast. Ja, sehr war, gerne. war sehr spannend. War sehr spannend hier mal bei dir. Das ist übrigens premiere fürre und ich habe noch nie, noch nie, jäger, nie, niemals nicht, zu zweit einen Podcast aufgenommen. War sehr angenehm mit dir, mein Freund. Ich liebe es mit dir. Ich liebe alles, alles mit dir. Alles. <laughs> Wir sollten uns mal wieder treffen und Bier trinken. Ja, genau. Äh, genau. So alles. Freunde, ihr Jetzt aber. dürft uns gerne, wenn ihr mögt auf allen Social-Media-Kanälen folgen. Instagram, äh, was gibt's noch? Nee, das ist der einzige Social-Media-Kanal, den ne, wir, wir... haben auch, wir haben auch Facebook, aber, <laughs> aber wir sind deutlich aktiver auf Instagram. Instagram, ähm, Folgt uns auf YouTube, Twitch und so weiter, ne? da spielen wir auch regelmäßig survival-horror-Games. Alles, was das jetzt begehrt, auch demnächst natürlich Silent Hill 2 Remake wird natürlich auch kommen und wir haben ja auch schon natürlich. unsere Road to Silent Hill die ganze Zeit am Laufen, ähm, Genau, das alles könnt ihr auch gerne auf YouTube nochmal nachschauen, wenn ihr wollt. Ja, und ich würde sagen, wir melden uns dann bald wieder mit dem Talk zum Silent Hill 2 Remake, wenn wir das Ganze durchgeballert haben. Ganz genau. Und wenn ihr ähm, uns hier auf, äh, was weiß ich, über Spotify hört oder sonst wo, lasst uns gern, gern eine positive Bewertung. Da würde uns sehr freuen, würde, würde uns sehr unterstützen. Und äh, gern, wenn nutzt die Kommentarfunktion, egal wo ihr den Podcast hört. Und schreibt uns eure Erwartungen an das Silent Hill 2 Remake. Würden uns, würde uns sehr freuen. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin, ihr wilden. Macht's gut und tschüss. Tschüssi.